Mein Reich ist nicht von dieser Welt, also muss ich euch immer wieder vor dieser Welt warnen, wenn ihr in mein Reich eingehen wollt, denn eines nur könnt ihr besitzen, und ihr müsst Verzicht leisten auf alles, was ihr begehrt. So ihr nun die irdische Welt meinen Reich vorzieht, lebt ihr wohl für kurze Zeit in Freuden, und euch werden alle Wünsche erfüllt von meinen Gegnern, doch ihr verschätzt euch das Reich, das euch Seligkeiten bietet auf ewig. Ihr macht einen schlechten Tausch, den ihr aber nimmermehr ausgleichen könnt, denn wer einmal von der Welt gefangen genommen ist, der kommt auch im jenseitigen Reich nicht von der Materie los und wird zuletzt wieder, was er anstrebt, er fällt immer tiefer, weil ihn die Materie zieht und er ihr verfallen ist durch die List des Satans. Denn was in der Welt euch Freude macht, sind Mittel von ihm, durch die er euch zu sich lockt. Und so wie euer Herz danach verlangt, hat er schon den Sieg über euch errungen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. So ihr also in mein Reich eingehen wollt, dann kehrt der Welt den Rücken, lernt sie verachten, erfüllt nur eure Pflicht, doch eure Augen richtet zu Hehe, und ihr werdet bald ein Licht erstrahlen sehen, das euch die irdische Welt dunkel erscheinen lässt. Und dann ist jedes Verlangen nach der Welt erstickt, denn das Licht aus der Hehe hat einen alles überstrahlenden Glanz und zieht jeden an, der nicht schon Sklave der Welt geworden ist. Es gilt aber eure freie Entscheidung. Ihr sollt selbst wählen, welches Reich ihr besitzen wollt. Ihr sollt euch aus innerstem Antrieb meinem Reich zuwenden und damit auch das Verlangen nach mir beweisen. Ihr sollt die Welt als Reich meines Gegners verachten und seinem Einfluss euch entziehen, indem ihr ankämpft gegen irdischen Begierden und Herz und Sinn dorthin lenkt, wo ich als Herrscher throne, zum Reich des Lichtes, das eure wahre Heimat ist. Amen.